So, derweil ist Angela Merkel weiter auf großer Abschiedstournee. In Glasgow hatte sie zum Beispiel gerade ihren letzten richtigen Auftritt als Klimakanzlerin. Ja, ja, Klima war ja ihr Thema. Also, jetzt nicht, dass sie da viel bewegt hätte. Nee, aber es hat sie halt interessiert. Ne? Und diese Woche sind noch mal ordentlich Prämienmeilen bei der Frau zusammengekommen. Merkel in Rom, dann Glasgow und vorgestern ein, ja, eher privater Termin in Frankreich. Wir haben es gekürzt, das ging noch eine halbe Stunde so weiter. Also, fühle mich wie ein Voyeur. So, aber zurück zu den Arbeitsterminen der Kanzlerin. Der G20-Gipfel in Rom sollte diese Woche den großen Impuls bringen für den anschließenden Klimagipfel in Glasgow. Das hat so leider gar nicht geklappt. Die G20, ich zitiere mal, bemühen sich um null Emissionen bis oder bis etwa zur Mitte des Jahrhunderts, steht da. Das kannst du dir nicht ausdenken. Aber sie haben Münzen in den Trevi-Brunnen geworfen. Ne? Das muss dann auch mal reichen, finde ich. Ne? Ach ja, und die Kanzlerin hatte ihren neuen Azubi dabei. Haben Sie das gesehen? Ja, den Olaf. Ja, ja, ja. Man könnte auch sagen, im Grunde ihren Erben. Und das fand ich voll niedlich, weil der Olaf durfte da in Rom schon mal ganz kurz reinschnuppern ins Kanzlerleben. Bei den Großen darf Kanzler in Spe Olaf Scholz noch nicht sitzen und lauscht aus zweiter Reihe. Wie süß. Scholz am Katzentisch, ja. Einmal hat er sogar was gesagt, und zwar, darf ich noch eine Cola? Ja, durfte er nicht. So, und danach Glasgow, Klimagipfel in Glasgow, wo Frau Merkel eben ihre letzte große Klimarede gehalten hat. Exakt 3 Minuten lang, dann hat man sie, stellen Sie sich das vor, von der Bühne gegongt. Ganz recht, die Erfinderin des Klimaschutzes wurde gnadenlos ausgegongt. Dann werden wir wissen, wie wir am besten CO2-freie Mobilität, CO2-freie Industrie und CO2-freie Prozesse unseres Lebens arrangieren können. Deshalb mein klares Plädoyer, in der Dekade des Handelns, in der Dekade, in der wir jetzt leben, national ambitionierter zu sein, aber global Instrumente zu finden, die nicht nur Steuergelder einsetzen. Die redet einfach weiter. Der Gong gilt für alle, Fräuleinchen. Aber haben Sie zugehört? Angela Merkel fordert beim Klimaschutz eine, Zitat, Dekade des Handelns. Jetzt, wo sie aufhört, soll endlich gehandelt werden. Das macht sogar total Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Nur zur Erinnerung. Nur zur Erinnerung. Das Bundesverfassungsgericht hat neulich erst ihr Klimapaket total zerrissen. Okay, was man den Rednern in Glasgow insgesamt lassen muss, wenn die Taten auch fehlen, die Worte waren dramatisch genug. Jetzt ist es 12:01 auf der Untergangsuhr. Das ist eine Bedrohung für die Menschheit. Wir haben nur noch ein gefährlich kleines Zeitfenster. Oder wir akzeptieren, dass wir gerade in unsere eigene Auslöschung investieren. Wir graben sonst unser eigenes Grab. Wir stehen vor nichts Kleinerem als einer tödlichen Bedrohung. Ja, komm. Komm, Jetlag, ne? Der arme Opa Biden, 2 Senatoren der Demokraten haben gerade seine Klimapläne zerstört. Ne? Da ist er vor Schreck halt eingepennt. Selbst wenn alle bisher zugesagten Maßnahmen überraschend umgesetzt würden, steuern wir wohl auf 2,7 Grad Erderwärmung zu. Die Welt steht am Abgrund. Das weiß übrigens auch die alte Dame aus London, die sich noch persönlich an die letzte Eiszeit erinnern kann. Ja, ja, natürlich. Queen Elizabeth höchst selbst hat in einer Videobotschaft erklärt, was in Glasgow auf dem Spiel steht. Warte mal, ich halte mal für Sie mein Handy mit Google-Übersetzer direkt daneben. In the coming days, the world has the chance to join in the shared objective of creating a safer, stabler future for our people and for the planet on which we depend. Okay, heißt auf Deutsch: Kriegt endlich den Arsch hoch, ihr Pisser, und rettet die verfickte Erde. Queen out. Ha, wow!
Ich wusste das gar nicht, dass die Queen so Straße ist. Respekt, Alter, Respekt. Ja, leider hat keiner auf sie gehört. China, verantwortlich für 31% der weltweiten CO2-Emissionen, will erst 2060 klimaneutral sein. Indien laut Premierminister erst 2070. Ja, Indien. Na gut, warte mal, das ist in 50 Jahren. Ja, wohl eher zu spät. Deswegen planen pfiffige Kommunen bereits für den Klima-Worst-Case. Karlsruhe zum Beispiel bereitet sich auf kommende Fluten so vor. Ganz neu im Stadt- und Wohngebiet sind Flutungsbecken getarnt als Spielplätze. Hier soll bei Starkregen das Wasser hinfließen. Ist doch eine Top-Idee. Warten die Kinder halt oben auf der Rutsche. Wo ist das Problem? Ja. So, Boris Johnson, dieser personifizierte Blondinenwitz hier, hat in Glasgow was ganz Wunderbares gesagt. Er sagt, die Staatschefs seien beim Klimaschutz im Grunde James Bond, der eine Bombe entschärft. Ich frage mich gerade, wie wäre denn wohl ein Bond-Film, wenn Bond wirklich so handeln würde wie unsere Staatenlenker? Das Spiel ist aus, Blofeld. Sie kommen zu spät, Bond. Wenn ich diesen Knopf drücke, wird London von meinem Laser zerstört. Ja, ja, aber nicht, wenn ich das verhindere. Schluss mit Blabla. Die Dekade des Handelns hat begonnen. Wenn ich in wenigen Sekunden entschlossen meinen Abzug drücke, stoppe ich damit eine Katastrophe epischen Ausmaßes. Meine Kinder und Enkel werden mich fragen, wo warst du, James, damals, als Blofeld versucht hat, London in die Luft zu springen. Da will ich verdammt noch mal sagen, Mann, Bond, ich habe längst gedrückt. Ich habe gehandelt, als alle anderen nur gelabert haben. Baby, weißt du, was wir heute erreichen werden? Das 1,5 Orgasmen pro Stunde Ziel. Wenn wir daran zusammenarbeiten, dann können wir das schaffen. Das sind wir kommenden Generationen schuldig. Und dann kommen wir zu meiner Lieblingsstellung. Kamasutra, Seite 412. Du wirst schreien vor Ekstase. Moment mal. Eine Bombe. Das bedeutet, ich muss jetzt sofort den roten oder weißen Draht durchtrennen. Also quasi unmittelbar. Weil sonst... Sag niemals bald. Mitte des Jahrhunderts im Kino. Vielleicht. So, Aufnahme. Piep. Hallo, dies ist die automatische Endcard von Oliver Welke und der Heute-Show. Leider ist das Video schon vorbei. Ihr könnt den Kanal allerdings gerne abonnieren und ein weiteres Video anschauen. Vielen Dank. So, müsste jetzt für immer reichen.